Bevor ich zu Wort komme und Sie, verehrte Gäste, über die Wichtigkeit dieser Veranstaltung informieren möchte, möchte ich zunächst trotz Neutralität und Objektivität dieses Anlasses und Veranstaltung unsere muslimischen Freunde, Bekannte und Gäste, die heute so zahlreich hier erschienen sind, natürlich, wenn Sie, liebe Gäste, nichts dagegen haben und es Ihnen genehm ist, gerne auf islamische Art und Weise begrüßen, die bei uns Muslimen zum Alltag gehört, wenn wir uns über den Weg laufen. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Selbstverständlich sind unsere verehrte christliche und oder nicht-muslimische Freunde, Bekannte und Familien genauso ebenbürtig recht herzlich willkommen wie Muslime. Es ist uns eine Ehre, welches ihr mit euren Anwesenden schmückt. Danke euch. Bevor ich meinen eigentlichen Text sage, möchte ich gerne noch einmal was loswerden. Habt Mut zur Gerechtigkeit. Habt Mut zur Gerechtigkeit und für Freiheit. Habt Respekt miteinander. Ihr sollt nicht wegen Facebook und ein paar Fotos kommen und dann einfach wieder abbauen und still marschieren, sondern Stimme erheben. Stimme für die Unterdrückten, Stimme für Gaza, Stimme für Ukraine, Stimme für alle Unterdrückten auf dieser Welt. Nun, liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen, Familien, Kinder und verehrte Gäste, ich möchte noch einmal die Neutralität des heutigen Anlasses in Erwägung bringen und Ihnen versuchen, deutlich zu machen, dass man nicht unbedingt ein Moslem sein muss, um zugunsten der palästinensischen Menschen, die in Israel und in Palästina in Not leben, zu handeln und sie zu unterstützen. Es reicht, ein Mensch zu sein, denn wir wollen keinen Krieg. Wir wollen nicht tatenlos zusehen. Wir fordern gemeinsam Frieden, Hand in Hand, Arm in Arm. Egal ob Christ oder Moslem, Mensch ist Mensch, das dürft ihr auch nie vergessen. Wir sind alle eins, wir sind ein Körper. Wir gehören zusammen, nur aus einem Grund sind wir heute hier. Frieden, Frieden für Palästina, Frieden für Brüder und Schwestern, Frieden auf der ganzen Welt. Frieden im Namen der Menschheit und Gerechtigkeit. Ich möchte euch, liebe Gäste, daran erinnern, dass wir die besseren Menschen sind und hoffe, dass wir trotz unserer ethnischen Herkunft und Vielfalt doch vieles gemeinsam haben und uns benehmen möchten. Und bitte spart euch das gegenseitige Anpöbeln, egal zu welcher Religion, Herkunft, Rasse, Verein oder Gruppe man angehört. Vergesst nicht, heute stehen wir hier als Menschen für etwas gerade, nämlich im Namen der Menschheit für Palästina und Gerechtigkeit. Ihr sollt nicht vergessen, gegenseitiges Respekt macht das Zusammenleben aus. Respektiert euch gegenseitig, respektiert euch untereinander, respektiert die ganzen Menschen, egal wie sie sind. Und nochmal, in den letzten Wochen kamen die Medien rum, dass wir Judenhasser sind oder dass wir gegen jüdische Menschen sind. Das stimmt nicht. Wir hassen nicht die Juden, sondern die Regierung in Israel. Ich weiß auch, dass viele Menschen, beispielsweise, sage ich mal, die Regierung, die deutsche Politik nicht unterstützt, was momentan am Laufen ist. Und sind wir dann Deutschhasser oder wie? Das stimmt auch wiederum nicht. Wir hassen nur die israelische Regierung momentan. Quasi unterstützen sie nicht. Hassen ist kein schönes Wort. Entschuldigung. Und bevor ich das Wort weitergebe, fällt nicht auf irgendwelche irregeleitete Gruppierungen und Sekten rein, die Islam vorziehen und sich hinter der Religion verstecken, um ihre eigenen Interessen und psychologischen Produkte, genannt auch Abfall, zu vermitteln, zu verkaufen und durch einzupflanzen. Denn Islam ist Frieden. Wenn ihr irgendwo seht, dass etwas nicht stimmt, etwas schwarz am Laufen ist und ihr riecht das schon, dass es nicht stimmt, haltet euch davon fern. Passt auf, dass ihr nicht einfach da reingeratet, denn das kann sehr, sehr schlimm werden. Ich bedanke mich für eure Geduld und Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir diesen Tag Arm in Arm zugunsten der Allgemeinheit und Frieden zu Ende bringen werden. Und nochmal,
Ein Applaus für die Polizei in Braunschweig, für die Beamten, die uns tatkräftig unterstützen und uns helfen. Ein Applaus für die Ritter des Rechts. Arbeitet mit Polizei zusammen. Arbeitet mit Polizei zusammen. So macht ihr nie was falsch. Nun seid ihr nicht los. Ich bedanke mich an dich, Yunus.